Willkommen zurück. Schauen wir uns Listen und Dictionaries an. Im Jupyter Notebook können wir nicht nur Variablen belegen, sondern auch Listen generieren. Ähnlich wie bei den Variablen geben wir unseren Namen für die Liste an und benutzen hier eckige Klammern und können in diese Liste nun Elemente angeben. Zum Beispiel Lovelace ist ein Element der Liste. Mit Komma trennen wir die Elemente voneinander. Nehmen wir mal noch Darwin dazu. Curry und Hawking. Das Ganze führe ich aus und kann diese Liste jetzt nutzen. Schauen wir uns die Liste noch einmal an. Jetzt bekomme ich die Liste zurück. Mit dieser Liste kann ich aber auch noch mehr machen. Ich kann zum Beispiel nur einzelne Elemente ansteuern. Wichtig ist hierbei, dass die Zählung bei 0 beginnt und nicht bei 1. Also wollen wir mal das erste Element aus dieser Liste ansteuern. Dafür können wir den Listennamen benutzen und in die eckige Klammer schreiben, welches Element wir ansteuern möchten. In dem Fall das erste, also benutzen wir 0. Mit Names 1 bekämen wir also Darwin zurück. Wir können auch das letzte Element ansteuern, indem wir minus 1 in die eckige Klammer angeben. Dann bekommen wir immer das letzte Element aus einer Liste zurück, egal an welcher Stelle es steht. Wir können uns auch nur bestimmte Abschnitte von einer Liste anzeigen lassen. Dafür kann ich in die eckige Klammer angeben, von welcher Position gestartet werden soll und welche die letzte Position sein soll. Das Ganze nennt sich Slicing. Ich könnte also auch mit einem Doppelpunkt und 2 sagen, dass ich vom Anfang bis zur Position 2 alles zurückhaben möchte. Und genauso kann ich das auch in die andere Richtung machen und bekomme die letzten 2 Elemente zurück. Was hier auffällt, ist, dass das erste Element inklusive ist und das letzte Element exklusive. Das hat den Vorteil, dass wir bei diesem Slicing hier nicht mehr noch eine Stelle dazu oder wegnehmen müssen, sondern dass wir sowohl in diese Richtung die 2 benutzen können, als auch in diese Richtung und dabei kein Element verloren geht. Muss man sich einfach merken. Neben den Listen können wir auch Dictionaries erstellen. Die Dictionaries haben Schlüsselwertpaare, also immer einen Key und einen Value. Schreiben wir mal so ein Dictionary. Wir nennen unser Dictionary Authors and Birth Years und können darin jetzt unsere Schlüsselwertpaare schreiben. Bei Dictionaries benutzen wir diese geschweiften Klammern. Also ein Schlüssel wäre zum Beispiel Lovelace und der Wert 1815. Genauso wie in den Listen können wir auch weitere Elemente dazu schreiben. Ich mache hier mal einen Zeilenumbruch, damit es etwas übersichtlicher bleibt, muss aber nicht. Also noch Darwin mit 1809, Noether mit 1882 und Hawking mit 1942. Hier ist mir während dem Tippen nicht aufgefallen, dass ich nur bei Darwin noch ein Leerzeichen hinter dem Doppelpunkt gesetzt habe. Diese Schreibweise ist richtig.
Es funktioniert auch wie bei den anderen ohne das Leerzeichen, aber gehört eben nicht zu dem guten Stil. Nebenbei gibt es auch einen Style Guide für Python, der nennt sich PEP 8. Ich verlinke dir den Link dazu nochmal in der Infobox. Das führe ich einmal so aus. Und was ich jetzt machen kann, ist die Werte durch den Schlüssel anzusprechen. Zum Beispiel möchte ich den Wert zu dem Schlüssel Nöter haben. Dann kann ich das Dictionary angeben und in eckigen Klammern den Schlüssel. Das wäre dann hier Nöter. Wenn ich das mit Shift-Enter ausführe, dann bekomme ich den Wert zurück. Wichtig ist hier die Schreibweise. Hier wird auf Klein- und Großschreibung geachtet. Also wenn ich hier Nöter komplett groß schreiben würde, dann funktioniert das Ganze nicht mehr und wir bekommen einen Key Error. Wir können nur in diese Richtung anfragen. Das heißt, wir können mit Schlüsseln Werte anfragen, wir können aber nicht durch Werte Schlüssel anfragen, denn die Schlüssel sind immer eindeutig, die Werte können aber auch gleich sein. Also zum Beispiel könnte bei Darwin auch 1815 stehen. Daher können die Elemente nicht über die Werte angefragt werden. So viel zu Listen und Dictionaries. Im nächsten Video zeige ich dir Vorschleifen oder For Loops.